So, heute dreht sich alles um diese Flasche. Ja, hier bin ich auch schon. Ich musste noch kurz ein Utensilio holen, sozusagen. Und zwar ein Monkey 47 Becher, der hier noch mit dazukommt. Thema des Videos. Das Monkey 47. Äpfchen aus dem Schwarzwald. Perfect Surf. Was ist denn ein Perfect Surf überhaupt? Eben, das hast du im Vornherein schon gefragt, ne? Was ist ein Perfect Surf? Also Perfect Surf heißt eigentlich nichts anderes als die perfekte Servierung sozusagen, also die perfekte Zusammenmischung. Das heißt, wir werden jetzt schauen, was passt zu dem Monkey 47. Da gehört ein Gin dazu, da gehört die Zubereitung dazu und da gehört dann auch eine Garnitur dazu. Also, bis das Ganze komplett fertig ist, das ist dann der Perfect Surf, der zum Schluss in dem Glas dann ist. Anfangen tun wir mit dem Monkey 47, denn darum geht es heute. Was ist der Perfect Surf, also die perfekte Zubereitung des Monkey 47? Monkey 47 war so der Wegbereiter hier in Deutschland, kommt aus dem Schwarzwald, mit dem Äffchen drauf vorne. Ich nehme an, sehr viel mehr brauche ich dazu gar nicht mehr sagen, weil er ist eigentlich relativ bekannt. Selbst im Ausland findet man ihn auf jeder guten Hotelbarkarte zumindest. Hier steht auch groß drauf, Schwarzwald Dry Gin. Also Dry Gin ist ein ungesüßter Gin. Und wie gesagt, Monkey 47 auch, weil 47% Volumenalkohol. Ja, was ist wichtig oder was braucht man für einen Perfect Surf, um sich einen Gin und Tonic zu mixen? Einmal den Gin natürlich, dann braucht man Tonic, dann braucht man ein Glas natürlich. Das wäre jetzt hier das Monkey 47, der Becher von denen, das wäre dann typisch für den Monkey Gin. Allerdings kann man da nicht reingucken, dementsprechend nehmen wir heute mal ein Long Drink Glas, wo man auch sieht, was passiert. Dann brauchen wir einen sogenannten Bar Jigger, ein Barmaß, wo man abmessen kann, wie viel Spirituose in das Glas kommt. Wir brauchen heute einen Zestenreißer. Wir brauchen natürlich einen Flaschenöffner und hier zu guter Letzt einen Barlöffel, um kurz nochmal umzurühren. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist das Eis dazu. Davon packen wir jetzt erstmal reichlich in das Glas rein. Und zwar soll das bis oben hin richtig voll sein, denn es gibt nichts Schlechteres oder Schlimmeres als einen warmen Gin and Tonic, der schmeckt nicht mehr, denn Tonic ist auch dafür gemacht, kalt getrunken zu werden. So, als nächstes nehme ich dann den Gin. In dem Falle kommen da jetzt 4 cl rein. Die messe ich hiermit ab und schütte sie langsam über das Eis. Somit haben wir schon mal den Gin. Dann als nächstes kommt das Tonic Water dazu. Das wäre hier in dem Falle, nämlich für den Perfect Surf, das finde ich die perfekte Mischung, Monkey 47 mit dem Fentimans Tonic Water. Fentimans ist ein englisches Tonic Water, bringt eine schöne Zitronennote nochmal mit rein, ist zu unter anderem Zitronengras mit drin in dem Tonic Water. Und dadurch, dass der Monkey 47 relativ kräutrig daherkommt, bringt das eben nochmal einen anderen Zusatz mit rein, also eine schöne Zitrusnote, dementsprechend erweitert ist den Gin eben optimal. So, jetzt haben wir schon mal den Gin and Tonic. Wer möchte, kann das jetzt noch einmal umrühren, wobei beim Einschenken eigentlich schon relativ viel durchmischt worden ist. Und zu guter Letzt schlage ich vor, bei dem Monkey 47 und dem Fentimans eine Orangenzeste zu nehmen als Garnitur. Dafür habe ich hier jetzt eine keine Orange, sondern eine Grapefruit. Deswegen habe ich hier eine Bio-Grapefruit, denn die Schale soll ja damit rein. Da macht man sich einfach so ein Stückchen ab, presst das einmal so zusammen, dann sieht man auch schon, wie die ätherischen Öle, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es man in dem Licht sieht, aber man riecht es sofort. Die ätherischen Öle werden freigesetzt, einmal über den Glasrand und dann hinein mit dem Ganzen. Und so habe ich dann hier mein Monkey 47 Fentimans Perfect Surf Gin and Tonic. Super, fertig. Und dann lassen wir es uns schmecken. Trinken, genau. Zum Wohl.